folgt mal wieder ein Movie von mir. Le Odor. Ja, ist auch noch da. Und zwar haben wir es heute Sonntag, den 3.9. Und ich würde gerne mal nochmal zu Burger King mich äußern. Aber vorher müssen wir hier noch einige Sachen machen. Und zwar, wir machen ja gerade Schule. Wir sind gleich fertig, deswegen habe ich schon mal angefangen. Also, ihr seht hier. Oh, sagst guten Morgen. Freust du dich immer Schule? Ja. Macht das Spaß? Macht das mehr mit Lehrern Spaß oder mehr mit Papa? Mehr mit Papa. Ah, na gut. Also, wie gesagt, wir machen ja Schulaufgaben. Wir sind gleich fertig. Das haben wir eben gemacht. Das ist die europäische 2 und das ist die englische 2. Hat er schön gemacht. Also hier, das hat er auch schon selbstständig gemacht. Und ja, das, er kann ja zählen. Der Papa macht natürlich fleißig mit. Der Papa seine 2. Und ja, wie gesagt, wir werden das jetzt noch fertig machen und dann sehen wir uns gleich. Und dann werde ich mich kurz zu Burger King äußern, also den Kommentaren. Also nicht wild, alles schick, alles schön. Heute werde ich... Wir gehen in die Werbung. So ist er wieder und ich werde mich heute mal zu dem Movie für Burger King äußern, um euch das mal ein bisschen näher zu bringen. Heute gehen besonders schöne Grüße raus, natürlich an Uwe Karlsruhe, ne, ist klar, ohne Diskussion, dann an Bella, Farin, an Achim, du weißt schon, Roland und Thomas. So, ich freue mich immer über eure Kommentare, weil ich weiß, dass sie immer nett gemeint sind und alles schick ist. So. Ich weiß, ich habe das Movie gemacht und alle Fehler, die in dem Movie gemacht worden sind, habe ich natürlich gemacht. Es ist klar, nobody is perfect, aber wollen wir mal das Movie ein bisschen angehen. Und zwar, erstmal Kaffee. Ist es im Prinzip so, ich habe gedacht... Ich nehme die 3 Schnellrestaurants oder die 4 Schnellrestaurants. Ich weiß nicht, ob wir Subway noch mit dazu nehmen. Und zu meiner kleinen Verteidigung. Ich habe McDonald's erst kennengelernt mit 25 Jahren. Und war auch an für sich die ersten paar Jahre ab und zu mal bei McDonald's. Aber eigentlich eher selten. Für mich sind das Schnellrestaurants, wo man hinfährt, essen tut, wegfahren oder am besten noch Drive-In. Das hatten wir nicht bei Burger King, weil Burger King war in der Einkaufsstraße. Bei Subway war das genauso. Das war auch in der Einkaufsstraße, wo man nicht parken konnte. Und deswegen ja, bin ich eigentlich nie in die Restaurants rein und nur ab und zu mal zum McDonald's. Als ich dann, ich weiß nicht, vor vielen Jahren einen Bericht gesehen habe über Jamie Oliver, bin ich gar nicht mehr rein. Dann habe ich hier in Thailand Burger King entdeckt und habe das mal probiert und ja, der Bericht kommt ja noch. So, jetzt wäre ich mal, also im Prinzip ist so, ich habe gedacht, meine Frau ist mit dabei, sehr schön, die kann mir helfen. Ja, wir wollen da jetzt keine weiteren Worte drüber verlieren. Auf jeden Fall habe ich gesagt, du weißt ungefähr, was wir immer essen. Und es wäre schön, wenn ich die Anmoderation mache und du gehst schon rein und bestellst. So. Jetzt hat sie natürlich auch versucht, immer das so zu machen, mir recht zu machen. Und dann jetzt sind wir wahrscheinlich irgendwie, ich weiß noch, ich habe gesagt, ich hätte gerne Whopper, dasselbe wie der Zinger. Und ja, jetzt hat sie den Hamburger bestellt. Im Prinzip war es auch nicht so schlimm, es ist eigentlich so wild. Es ist so, zwischen den Whopper und den Hamburger, ich zeige euch das gleich, nimmt sich das nicht viel. Also es ist eigentlich,
Naja, das kommt auf den Geschmack drauf an. So, und zwar habe ich mich, ich recherchiere ja neuerdings im Internet immer ein bisschen vorher, um euch Hintergrundinformationen zu geben. Und ich hatte dieses Bild von einem Hamburger. Ihr seht hier, ich blende es nochmal groß ein. Ihr seht hier im Prinzip unten das Brötchen, dann Tomatenketchup, dann die Wurst. Dann sehe ich hier, alleine hier, Gürkchen, Zwiebeln und ich denke mir ein Salatblatt. Aber ich sehe auch oben und unten Ketchup. So, jetzt gebe ich euch mal ja den Wopper rein. Der Wopper hat eigentlich im Gesamten nur den Unterschied, dass die Zwiebeln nicht geschnitten sind und dass Tomatenscheiben drauf sind. Und ja, ein grünes Salatblatt, aber das haben wir ja beim Hamburger auch, ein grünes Salatblatt. So. Jetzt zeige ich euch noch, oder ihr könnt es euch ja selber in dem Movie angucken, das erscheint ja oben jetzt. Ihr könnt da ja nochmal nachgucken, wie ich den mein Hamburger aufmache. Also es war so, ich hatte mich auf den Whopper gefreut und dann habe ich das Ding gesehen und dachte, ja egal jetzt, hab nur Hamburger gelesen und naja, bin ich, und jetzt mache ich das auf und guck mir das so an. Ihr könnt das sehen. Es ist so, ich war so enttäuscht. So enttäuscht. Wir gehen in die Werbung. So, und hier ist er wieder. Und zwar war es so, wie gesagt, ich habe mir die Geschichte euch schon die ganze erzählt. Ich war so enttäuscht, aber wirklich so enttäuscht. Das ist, wenn man so ein Ding im Auge hat, ist jetzt egal, ob es ein Hamburger oder ein Cheeseburger war. Und man kriegt sowas, was ich bekommen habe. Ich war echt enttäuscht und sprachlos. So, ich bin ja nicht so multitaskfähig. Da hat was irgendwie nicht hingehauen und deswegen kann ich da nur kurz sorry sagen. Ansonsten, ja, ich habe auch erwähnt, was wir gegessen haben. Ich habe erwähnt den Preis. Wir gehen jetzt nochmal zu KFC und dann gibt es wahrscheinlich nochmal zu Subway. Und dann gibt es abschließendes Movie, wo ich alle Rechnungen nochmal reinhalte und wo wir alles nochmal durchgehen. So, in dem Sinne, ich hoffe, ich habe euch das wieder mal ein bisschen näher gebracht. Wie sagt man so schön, nobody is perfect, aber wenn mir jemand einen guten Rat gibt oder es nett meint und netten Text schreibt, werde ich da immer drauf reagieren. Ansonsten werde ich ja über meine, ich will nicht sagen Hater, über meine negativen Leute, die mich hier nicht leiten können, kein Wort mehr verlieren. Überlegt euch nur, wie ihr was reinschreibt, weil es ist manchmal eigentlich nur ein kleines Wort, was zu viel ist. Es ist im Prinzip so, ich bereite mich vor, ich fahre dahin, gebe mir Mühe und mache und tue. Da schleichen sich mal zwei, drei Fehler ein. Wie ihr wisst, ich war drei, vier Mal in meinem Leben bei Burger King. Und es wäre echt, es wäre mal schön, wenn einige Leute dann mal sagen, gut, er ist eben so, komm, lass mal's einfach, anstatt mich dann ständig anzubringen. Also, in dem Sinne würde ich sagen, ihr müsst selber entscheiden, wohin geht. Für mich steht der Entschluss fest, wo ich immer essen tue, aber das werde ich euch später noch mitbringen. Ansonsten wünsche ich euch viel, viel Gesundheit, vielen guten Appetit und werdet alle glücklich. Bis dann, euer Tatumen. Bye, bye. Für Thumbnail. Also, bis die da war.